Grüß euch, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute möchte ich euch zeigen, wie man selber frittierte Tintenfischringe macht. Das ist so ein tolles Essen und eigentlich auch so einfach zu machen. Und da ich es wirklich sehr gerne esse, habe ich es früher auch oft bestellt in Restaurants. Bloß, irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, so vorfrittierte, fast schon fertig waren, die sie bloß noch in die Fritteuse geschmissen haben, haben sie nicht mehr selber gemacht. Und ich muss sagen, das will dann auch keiner mehr essen, ich sowieso nicht. Und dann ist es auch irgendwann verschwunden, dieses Essen in Restaurants. Die Wirte, die haben gedacht, die Leute, die sind so blöd und bestellen das trotzdem. Und wenn es euch interessiert, wie man Calamari Fritti selber machen kann, dann bleibt dran, dann zeige ich euch schon mal die Zutaten. Und wie gehabt, Action! Hier alle Zutaten auf einen Blick. Wir brauchen für die Tintenfischringe einen Bierteig. Und da habe ich hier schon mal in die Schüssel Mehl rein. Brauchen noch zwei Eier, ein Glas Bier, Salz, Pfeffer zum Würzen. Die genauen Mengenangaben, die stehen nachher unter der Infobox und auch das Rezept. Hier habe ich nochmal einen Teller mit Mehl. Da werden nachher die Tintenfischringe zunächst mal drin gewälzt. Und dann kommen die in den Bierteig. Hier ist der Tintenfisch, die Calamari. Das waren gefrorene. Vielleicht bekommt ihr in eurer Gegend frische Ware. Aber das eignet sich genauso gut. Frittieren tue ich das in Olivenöl. Da dürft ihr auch gerne ein anderes nehmen. Und jetzt fangen wir an, den Bierteig zu machen. Mache ich zunächst mal eine Mulde. Das Mehl. Da kommt Pfeffer erstmal rein. Also ich nehme schwarzen Pfeffer. Wenn euch die schwarze Punkte drin stören in den Teig, dann nehmt einfach weißen Pfeffer. Salz. So, dann können wir schon auch die Eier rein tun. So, das verrühre ich schon mal. Also ich tue auch keine flüssige Butter rein, gehört auch noch mal rein und trenne auch die Eier nicht und mache da aus dem Eiweiß erstmal steif schlagen, sondern ich tue das alles gleich hier rein und gut. Mache mir es da ziemlich einfach. Salz sollte schon reichlich rein, damit das Ganze nicht so fad schmeckt. So. Kommt das Bier nach und nach dazu. So, jetzt kommt der Rest dazu rein noch. So, jetzt mache ich da mal mit dem Schneebesen weiter, dass die Klumpen voll verschwinden. So, sieht schon ganz gut aus. Noch ein bisschen rühren. So, jetzt darf ja noch eine Weile ruhen. Und in der Zwischenzeit schneiden wir den Tintenfisch klein. Zunächst schneiden wir den Tintenfisch in Zentimeter große Stücke. Das ergibt dann automatisch Ringe. So schauen dann die geschnittenen Tintenfischringe aus. Bevor sie in den Bierteig getaucht werden, werden sie jetzt noch mal kurz meliert. Dann nehmen Sie besser den Bierteig auf. So.
Jetzt wird das Mehl erstmal gut abgeschüttelt. Das überschüssige Mehl, und dann tauchen wir die Tintenfischringe in den Bierteig. Gut abschütteln. So, das Öl wird auch schon erhitzt. Habe ich schon eingeschaltet. Und jetzt tue ich sie noch ein bisschen tauchen. So, dass sie auch gut alles annehmen hier. Und jetzt können wir sie bereits frittieren. Mit einem Holzlöffel können wir testen, ob das Öl heiß genug ist. Ja, man sieht, es steigen Bläschen hoch, eindeutig. Und jetzt können wir sie auch bereits reintun, die Tintenfischringe. So, jetzt wären alle drin. So, 2-3 Minuten, dann sind die schon fertig. So, jetzt können wir sie schon rausnehmen. Setzen sie auf etwas Küchenbrett, damit noch mal schön das Fett aufgesaugt wird. So schauen die Tintenfischringe aus, und jetzt tue ich sie auf den Teller und werden gleich heiß gegessen. So schauen die frittierten Tintenfischringe aus. Ich finde es wirklich lecker. Etwas Zitronensaft drüber träufeln und dann kann man sie schon genießen. Jetzt wünsche ich guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.